Hallo und herzlich willkommen bei den Xbox Freaks. Ich bin Oskalite V2 und wir haben heute einen Gast bei uns. Hallo Dani. Ja, und wir zocken Army of Two. Doch vorab möchte ich erstmal sagen, was wir vorhaben. Ja, wir machen ein Let's Play, richtig gesehen, aber... Ja, da gibt's ein Aber. Und zwar ein dickes Aber. Wir zocken von Anfang bis Ende. Ohne Pause, also es wird Pausen geben, da wird, wie gesagt, der erste Part wird so um die 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten gehen, da werde ich erklären, wie gerade jetzt, was machen wir, was haben wir vor, was für Effekte kommen rein, was kann euch erwarten und ja, vielleicht noch ein bisschen vom Tutorial anzocken, weil ich will dich schnell online bringen, weil wir sind zum Beispiel nebenbei noch bei Skype online, hier unten wird gerade unser Skype-Name eingeblendet, da könnt ihr mich einfach mal adden, anschreiben, Fragen stellen, dies und das, was auch immer ihr wollt. Ihr könnt auch reinjoinen und vielleicht ein bisschen mitlabern, dann natürlich sollte irgendwann gehen, das ist nicht böse gemeint, aber irgendwie will man sich ja weiter aufs Spiel beziehen. Blaschi ist jetzt auch der Lobby beigetreten, ja, und eigentlich hatten wir erst vor, das im Livestream zu machen, aber da zur Zeit, ich starte übrigens mal nebenbei das Spiel, ja, da zur Zeit auf der Seite noch nicht jetzt die größte Präsenz ist, weiß ich nicht, ob sich das da wirklich schon lohnt, wirklich einen Livestream zu machen. Deswegen haben wir uns das so gedacht. Wie gesagt schon, wir machen Parts. Und es wird oben links ein Timer laufen, damit ihr wisst, wie lange zocken die beiden Verrückten jetzt schon. Ich werde auch hier mal den Gute einleuchten lassen. 22.19 Uhr ist es gerade. Am Ende des Videos werde ich dann nochmal machen, dann, damit wir ein bisschen beweisen können, dass wir hier nicht betrügen. Natürlich, es wird jetzt Leute geben, die sagen, ja, ihr könnt ja einen Tag später spielen und es dann so faken. Aber nein, da müsst ihr uns einfach mal blind vertrauen. Wir zocken hier wirklich am Stück. Und ja, sonst hast du noch irgendwas? Habe ich ja, irgendwas vergessen? Eigentlich sagen nein und einfach mal ein gutes Gelingen, ne? Ja, ein gutes Gelingen. Ach doch, eins habe ich noch vergessen. Wie gesagt, da kommen noch so kleine Spiele zwischendurch. Sag ich mal, wer macht die meisten Kills? Dann kommt oben rechts ein Counter, den seht ihr jetzt hier. Unten kommt eine Tabelle, eine kleine, jeder kriegt einen Punkt zwischendurch. Aber sonst würde ich sagen, und viele Effekte, wir wollen es halt unterhaltsam gestalten. Und so. Ich will jetzt keine Hasstirade halten, warum wir das später machen, weil ich sag mal so, die Technik von heute kann einen wirklich fertig machen. Ich starte jetzt mal den Timer. Ja, und ich würde mal sagen, in 3, 2, 1. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's, Alter. Mal läuft rum. Wir haben Alpha und Bravo dabei. Oh. Weiß nicht, wir haben den ersten Teil gezockt. Ich muss sagen, ich fand den ganz gut. Den zweiten haben wir leider nicht gezockt. Ja, der erste war echt nicht schlecht. Wie gesagt, was mich allerdings nur gestört hat bei dem Spiel, war einfach mal, dass du mit der Shotgun einfach mal eine Präzision hattest wie ein Sniper. Du konntest über die ganze Karte schießen und zwar egal. Ja, das hat mich echt gestört an dem Spiel. Aber mal gucken, ob es hier vielleicht mal anders gemacht worden ist. Ich hoffe mal. Auf jeden Fall. Nennt sich ja nicht Snipe Gun, das nennt sich ja Shotgun. Was werden die sich ja dabei schon gedacht haben? Oh, jetzt explodiert der Wagen. Wir werden überfallen. Ich nenne Blaschi übrigens, Dani nenne ich übrigens Blaschi, weil wir kennen uns auch privat und da ist das alles... Da kennt man sich halt unter anderen Namen, sage ich mal, als jetzt die Xbox-Namen. Also wundert mich. Ich nenne ihn Blaschi. Er ist übrigens der Typ mit der gelben Maske. Ja, ich fand die sah ganz lustig aus, oder? Ja, wenn dann Smiley, dann nimmst du da alles. Hauptsache Peace, man. So sieht's aus. Frieden muss sein. Frieden muss sein. Da auch ist er auch gleich Krieg sind, also, wenn man das mal so sagen darf. Den Frieden verbreiten, Alter. Alter, wir kämpfen dafür. Ja, wir kämpfen für den... Ich weiß nicht, was wir hier kämpfen, aber ich hoffe mal für den Frieden. Gegen das Kartell der Bösen, der Teufel. Böse, böse. Okay. Böse, böse. Böse, aber wir befinden uns jetzt auch direkt im Tutorial, denke ich. Wird vielleicht noch ein kleines... Na gut, das Intro war schon. Ah ja, kannst gar nicht erwarten zu zocken, wa? Ich habe lange nicht mehr so lange gezockt, weil wenn, ich sag's mal so, wenn wir hier in 24 Stunden immer noch hocken, weißt du, das tut das groß am Ende. Tut den Augen nicht gut. Okay. Nee, vor allem um 3 Uhr fangen die dann brennen und Symptome treten auf, die du gar nicht mehr kennst. Oh Mensch. Ich bin gespannt. Lustig. Ja. Wir haben ja schon als Kind immer damals, wenn ich mich noch Obscure und die ganzen alten Titel haben wir auch zusammen gespielt. Und da haben wir also seitdem habe ich glaube ich nicht mehr durchgemacht irgendwie von ja, Gaming-mäßig. Human, ey, das war auch ein Titel, den habe ich gezockt, der da konnte ich auch fast nicht schlafen, aber die ganze Zeit durchgezockt, ein Game habe ich auch wirklich mein ganzes Leben noch nicht. Konnte ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, da haben wir doch, To Human haben wir doch ja, wieder zusammengezockt. Ich kann mich dran erinnern, bist du noch eingestiegen dann. Irgendwann bin ich eingestiegen, hab's mir dann auch als ich fand's ganz geil. Das war auch nicht schlecht. Hat echt Bock gemacht. Okay. Ja, Mann. So, jetzt hängen wir an der ersten Tür. Ihr seht das Army of Two Zeichen. Sprinten, klicken und bewegen. Und die Tür aufbrechen. Hau!
So, mein Freund. Ja, muss schnell gehen. Das muss schnell gehen. Muss schnell gehen. Muss viel spielen, Alter. Waffe wechseln und es muss weitergehen. Da hast du die gute alte Shotgun. Ich hab's gleich zweimal verfehlt. Ach, Doppeltippen und zur Seitenwaffe. Da hatten ich und Xerox, wir hatten ja die Demo gezockt. Also ich glaube, wir haben die ganze Demo über nicht herausgefunden, wie man zu der Waffe kommt. Naja, lesen wir klar. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wa? Nein, fuck! So ist es nicht. Auf zur nächsten Deckung, mein Freund. Ja, das ist ja wie im alten Teil eigentlich noch im ersten. Fühlt sich gleich an. Ah, du kannst... war das im alten Teil, im ersten Teil auch so, dass du sogar entscheiden konntest, an welcher Ecke? Ja, ich denke schon, oder? Ich bin mir da nicht so sicher. Hast du immer nur so bestimmte Ecken, wa, wo du... Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, du musst es nach vorne... Ich weiß gar nicht, aber ich glaube... Irgendwas da was ganz, ganz lange schon her. Ausgelöscht worden. Jetzt können wir gleich mal ausprobieren, was mit der Shotgun, wie weit die Dinge. Oh, stimmt, hier kommt Blindfeuern. Ja. Oh Mann, ey, Blindfeuern kann er echt gut. Abgibt es denn? Ist die Deckung kaputt? Wie bitte? Bei mir ist die Deckung zerballert worden, richtig. Die Deckung ist zerballert worden? Du denn angestellt? Ja, ich hab... Ist richtig explodiert, Alter. Ach, ziele und schieße aus der Deckung. Ach, so müssen wir jetzt mal. Warum schieße ich denn jetzt hier mit der Shotgun? Hast du getroffen, Alter? Guck mal, du kannst mit der Shotgun von ganz weit weg. Stimmt. Ah, warte, ich probier's. Ich muss sagen, noch Ziele. Ja, du triffst. Aber triffst, allerdings, man sieht die Schüsse, die streuen schon, aber... Viel zu weit hinten erst. Ja, das... Ah ja. Aber ich will gerade das ausprobieren. Guck mal, da hinten siehst du die... Diese Wand, die ist irgendwie unten ein Stück raus. Ich glaube, das ist nicht... Ja, guck mal, du kannst die richtig zerschießen. Finde ich sehr geil. Ohne Granate werfen sollen wir, Dinge. Ja, das hast du doch schon gemacht, oder? Ein bisschen weiter, wir müssen weiter. Waren wir nicht, dann... Wir haben es geschafft. Bück dich zum Killhaus. Was habt ihr noch so? Und der Timer läuft, wir sind jetzt bei 5 Minuten. Ich bin noch frisch dabei, ich bin noch motiviert. Wir sind ja gerade mal so. Was ich auch sehe, was mich sehr verwundert, ist, dass wir irgendwie, glaube ich, zwei andere Typen sind. Ich meine, eben gerade waren wir noch in der Schlacht, jetzt sind wir zwei Typen mit ganz anderen Masken. Guck dich mal an. Was ist da los? Kann es sein, dass da ganz am Anfang, was wir jetzt vielleicht beim Quatschen übersehen haben, dass da 5 Jahre vorher oder so stand? Stimmt, du hast recht. 5 Jahre zuvor. Das sind ganz andere Typen. Sicher, weil dann sind wir die, na gut, vielleicht, wir sind na gut, vielleicht sind doch zwei Stories in einer, kann auch sein. Stimmt, wir werden es mal sehen, wa? Wir gucken mal, was passiert. Vielleicht haben wir auch einfach andere Masken auf zum Training noch. Geselle ab mit Training. Ach so, wir müssen Leute töten. Ah, für die Overkill-Anzeige schnell machen, ganz schnell. Die lädt sich da rechts auf, man sieht es immer, sobald zieht. Sind die überall? Ach, du hast dein eigenes Killhaus, ja? Das finde ich cool. Das meine ich an Army of Two, was mir schon immer gefallen hat. Dieses Koop-basierte Gameplay einfach. Weil guck mal, die haben im Tutorial extra 2 Killhäuser hier programmiert. Das haben sie echt gut gemacht. Einfach, wirklich. Ich bin mal gespannt, kennst du noch von damals, wo man sich so abklatschen konnte, den Partner schlagen konnte und so. Naja, also gab's immer gute Sachen, oh, was mich hier auch. Guck mal, jetzt müssen beide hier raufschießen. Das war genauso im ersten Teil, ja, da musste man sich auch immer absprechen. Ja, aber finde ich geil. Finde ich geil, gefällt mir. Overkill. Overkill. Oh, was geht denn jetzt? Oh, was geht denn? Zack, zack. Oh, oh, Halleluja. Okay. Ich glaube, ich um 3 Uhr noch. Ach du Scheiße. Pock, 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 pock. Guck mal, die Wände, wie die kaputt gehen. Wie heftig ist das denn? Du kannst wirklich alles wegknallen, was du willst. Vor allem, ich habe unendlich. Stimmt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Du kannst durchziehen. Die Leute sterben. Sehr geil. Sehr geil. Gefällt mir auch auf jeden Fall. Denk mal, wird sehr actionreich, das Spiel. Da wird uns viel erwarten. Aber Army of Two auf jeden Fall, immer. Ja. Hat echt Spaß gemacht. So, was machen wir jetzt? Warte auf den Partner. Jetzt wird wahrscheinlich die Koop-Action ein bisschen herausgezogen. Na, jetzt bin ich gespannt. Oh. Die TOW-Vision, das kennen, das sagt uns doch was, oder?
Nee, doch nicht. Die Theorie kenne ich bis jetzt noch nicht. Waffen und Munition werden auch markiert. Mach dich bereit, das MNG anzugreifen. Geh mal rechts lang, ich komme da von der anderen Seite. Okay. Okay, er schießt auf dich, ich geh durch. Ich lenk ihn ab. Okay, ich bin durch. Wer kann sich drehen? Der kann die Waffe nicht. Ja, ich hab ihn, Er muss hier noch. Lebt der noch? Nee. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht schießen. Der ist weg, glaube ich. Guck mal, der hat auch eine Maske auf. Arschloch. Kein Zweifel. Auf jeden Fall. Das war mir gerade ein bisschen hektisch alles. Okay, das war's. Kommt raus, wenn ihr soweit seid. Training abgeschlossen. Jetzt quatschen wir noch mit Rios, wir lassen euch noch die Zwischensequenz gucken und danach verabschieden wir uns. Wie gesagt, in den nächsten Parts werden mehr Effekte folgen. Ich will das jetzt hier so schnell wie möglich über die Bühne bringen und uploaden, damit ihr seht, was wir hier gerade vorhaben. Und ja, ich würde mal sagen, haut rein, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Also los. Bis gleich.